Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir wollen immer noch unser Schiff zu Ende ausbauen. Ich will unsere Ausrüstung hier deutlich verbessern. Ich will an Wolle und hier Explosivpulver kommen. Und das müssen wir jetzt schaffen, irgendwie zu organisieren. Wenn ich jetzt auch mal an das Fass komme. So, jetzt haben wir den. Und fallen wir wieder runter. Wir haben nicht genug Holz immer noch. Warte, wie sieht es unten aus? Haben wir da jetzt wieder was? Müssen wir mal schauen. Ja, ein bisschen haben wir was, aber wir können wieder was bauen. Nice. Wir müssen hier auf jeden Fall den Fußboden fertig haben. Und dann unten für Licht sorgen. Müssen wir auch noch alles. Das ist sehr viel, was wir jetzt momentan vorhaben in unserer To-Do-Liste. Und wir müssen einen dieser Lamas auch noch erwischen, damit wir an Wolle kommen. Damit wir schnippeln können. Aber die Lamas können wir quasi nicht schnippeln, wenn wir beziehungsweise nicht an... Ich fange nochmal von vorne an. Die Lamas, die können wir nicht schnippeln, wenn wir die nicht gefangen haben. Also wenn wir die nicht unser eigen nennen können. Und um die fangen zu können, brauchen wir ja diesen Netzwerfer, beziehungsweise diese Kanone da mit dem Netzwerfer. Und für die Munition brauchen wir Explosivpulver, wofür wir die Bobbelfische brauchen. Das wird sehr, sehr hart unterfangen, das alles zu organisieren. Da vorne haben wir wieder eine Insel, aber eine kleine. Wir brauchen aber große Inseln. Ah, den erwischen wir nicht. Guck nochmal unten, wie das aussieht. Mit den Planken oder allgemein, was wir hier jetzt haben. Und damit wir die Lamas hier auch noch halten können, dass die uns nicht sterben oder sowas, brauchen wir wiederum hier Erde. Komm, wir gehen vielleicht doch mal auf die Insel zu. Weil ein bisschen Holz können wir da doch kriegen. So. Wo ist eigentlich das Fass hin? Ist er schon weg? Da ist er. Du kommst mir nicht vorbei. So. Wir haben wieder auch unnötigen Müll wieder auf Tasche. Die Schrott haben wir jetzt wieder sehr viel. Wir können davon nichts einlagern. Wir brauchen mehr Lagerkisten. So. Nochmal runter. So, und können wir jetzt auf die Insel gehen. Ist da. Wo ist Boris? Nicht in der Nähe, okay. So. Was können wir wegschmeißen? Das können wir wegschmeißen. Das können wir wegschmeißen. Hallo, ich habe Seil weggeschmissen. Wir haben so viel, was wir nicht brauchen momentan. Beziehungsweise, eigentlich können wir das schon alles gebrauchen, nur wir haben keine Lagermöglichkeiten. Und dafür müssen wir auch noch sorgen. Ich liebe dieses Lied. Da ist noch eine Palme. Und noch mehr Wassermelonen. Nice. Komm, ich will nach hoch. So. Wieso wollte er jetzt nicht hoch? So. Und wir können wieder das hier wegschmeißen. Das und das. Dum, 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 dum. Da ist Boris. Der hat mich jetzt noch nicht im Visier. Gut. Wenn er mich nicht im Visier hat, ist nochmal schön. Ah, eine Planke.
Da könnten wir sogar drei ganze Dinger machen. So, und jetzt wieder ganz schnell nach oben. So, und wieder auf Kurs. So, noch ein bisschen. Und jetzt sind wir wieder auf Kurs. Oder? Sind wir gerade? Sieht gerade aus. Gucken wir nochmal unten, wie voll die Netze wieder sind. Achso, ich wollte hier Wasser nochmal auffüllen. So. Ah, geil. Das heißt, jetzt können wir drei oben bauen. Nochmal drei ganze Boden hier. Dum, 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 dum. Aber es wird langsam. Boah, es freut mich schon wirklich, dass wir hier vorankommen mit dem Schiff. Ich bin aber wirklich am Überlegen, wie groß machen wir hier den Kantinenbereich. Denn ich glaube, zu groß sollten wir die jetzt auch nicht machen. Wo es wird schon viel Platz verbrauchen. Oder bessere Idee. Es kommt hier nur noch auf 1 die Höhe. Und dann war's das. Und dann wird das hier eher nicht. Dann bleibt die Kantine vielleicht eher unten so. Kochbereich, Essensbereich. Die Schiffskantine. Und dann ist hier vielleicht eher der Kapitänskajüte. Und obendrauf ist dann eher hier der Bereich. So, da haben wir wieder eine Kiste, eine schöne. Ah, dieses Lied, ich liebe das. A Way Out. Boah, ich freue mich, wenn ich das mit euch zusammen ein Let's Play draus mache. Und sobald die liebe Hel das mit ihrem Audio da hingekriegt hat. So. Sie will das ja unbedingt perfekt haben. Habe ich auch volles Verständnis für. So. Und denn wir sind ja beide eher noch quasi YouTube-Anfänger, die Hel und ich. Aber hatten auch schon so vorgenommen, das zusammen im Stream aufzunehmen. Also sie wird das streamen. Ob ich das streamen werde, weiß ich nicht. Aber sie wird das streamen. Und ich wollte das aufnehmen. Und dann mal schauen, wie das dann so wird. Ich habe mittlerweile aber so das Gefühl, dass ich damit vielleicht eher so Mist gebaut habe. Dass wir das vielleicht hier eher wieder abmachen. Weil das ja eh hier eher... quasi... der untere Bereich ist. Dass man hier eher ganze Wände draus macht. Das lassen wir so, wie das ist. Und dann machen wir hier eher so ganze Wände. So, 1, 2, 3. Ja, dann lassen wir das. Dann machen wir noch so hier zu. Wir haben auch schon wieder Hunger. Wie kommt das, dass wir jetzt schon wieder Hunger haben? So. Und noch eine Planke rein. So, die gebackenen Kartoffeln. Ne, gegrillte Kartoffeln sind das, hä? So, die Kiste holen wir uns. Und da ist ja noch eine. Oh, gleich vier Planken. Nice. Komm. Kriegen wir das? Nee. Ja, der will mich doch verarschen hier gerade, oder? So, jetzt haben wir den. Ja, nice. Alter, da haben wir schon die 12. Dann haben wir den jetzt wieder zu. Nice.
Hier haben wir ja auch genauso gemacht. Gut. Was ich auch am Überlegen bin, ist hier unten das hier einfach wegzumachen, dass wir hier quasi den Eingang haben ins Schiff. Ich weiß nur nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir können aber hiermit wieder auf ganz normal Boden gehen. Ich glaube, wir müssen wieder auf der Seite was machen. Haben wir in der Nähe jetzt eine neue Insel? Ich hoffe, dass das eine große, die da links von uns gleich kommt. Interessant, dass jetzt gleich mehrmals hintereinander Soundtrack von Forest kommt. Oh, perfekter Schuss. Habt ihr das gesehen? Boah, der war aber nice. So, wir schauen jetzt nochmal unten. Wie sieht's da aus? Und trinken vielleicht nochmal einen Schluck. Können wir hier nochmal voll machen. Unten auch nochmal. Nachdem wir hier geguckt haben. Sehr viele Planken diesmal. So, dann können wir hier wieder. Ne, das wollten wir jetzt nicht. Wir wollten das. Den erstmal zumachen und dann. Ah! Okay, passt nicht. So, wir haben aber auch wieder so viel Müll auf Tasche. Wie sieht's damit aus? Haben wir nicht genug? Okay. Wie sieht's mit dem da aus? Wenn wir hier nochmal reingucken, haben wir dann genug dafür? Nein. Aber alles andere hier. Oh, da ist ein Ra. Den schnappen wir uns. Ich finde es schön, dass der immer wieder hier rausklippt. Obwohl ich eher gedrückt halte. Mal schauen, ob wir den da auch noch kriegen, erwischen. Den wahrscheinlich eher nicht mehr. Das gefällt mir auch gar nicht, wie das Schiff hier am Wackeln ist, während ich da auf der Kante stehe. So. Den müssen wir jetzt aber erwischen, oder? Ja, perfekter Wurf. Nice. Den kriegen wir aber echt nicht mehr. So, wir können aber den Müll wieder rausschmeißen, wie. Obwohl, warte. Machen wir es nur so. Dann kann. Was können wir wegschmeißen eigentlich? Ah, lassen wir das eben so auf Tasche. Wir können aber auch was wieder in die Lebensmittelkiste hier schmeißen. Hier, Wassermelonen. Genau. Und dann der halbe hier. Den können wir uns jetzt gönnen. So, wie weit ist das Boot jetzt? Da bewegt sich immer noch weiter weg von uns, ne? So. Nochmal genauer zudrehen. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn wir hier nur noch die Kapitänskajüte bauen würden. Und dann war es das für das Schiff. Dass wir nicht noch weiter höher gehen. Höchstens noch ein richtiges, vernünftiges Mast bauen würden. Das ein bisschen in die Höhe geht, aber das war's. Boris, ich mache mir gerade Sorgen.
Ach komm, ich will da drauf. So. War er gerade da? So, schnell zurück. Ach ne, da ist Boris. Ja. Da ist aber eine Insel. Ich habe jetzt aber nicht erkannt, ob das eine kleine oder eine große Insel ist. So. Komm, noch ein bisschen. Bevor Boris zubeißt. Okay, der war schon sehr nah dran. Boris war schon sehr, sehr nah dran. So. Da ist eine große. Da wollen wir hin. So. Können wir jetzt eben noch mal nach Müll unten schauen. So, da haben wir auch ein bisschen was. Und dann können wir uns eine neue Axt noch mal bauen. So, Axt hier. Da fehlt uns eine Planke. Eine Planke fehlt uns für. Dann müssen wir uns den Faster holen, dass der bestimmt eine Planke für uns hat. Nice. Die hat er auch. So, dann können wir jetzt das herstellen. Die packen wir erstmal hier hin. Und eigentlich alles andere wegschmeißen. Beziehungsweise. Ah, jetzt fehlt uns wieder Holz. Wir brauchen eine neue Kiste. Eine eigene neue Kiste, meine ich. Nicht unbedingt die hier. Trotzdem hoffe ich, dass der genug für uns parat hat. So, dann jetzt nochmal runter gucken, wie das aussieht mit Planken. Dann können wir das, was wir nicht brauchen, erstmal wegschmeißen, weil wir jetzt so oder so genug vom anderen Krams kriegen werden. Und die brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben eh genug davon. Essen haben wir sehr viel. Ich glaube, wir brauchen eine größere Essenskiste, oder? Hier Rüben können wir zusammenpacken, Kartoffeln. Die Dinger können wir uns gleich gönnen. Ihr Fleisch können wir auch erstmal wieder reinpacken. Wir werden eh von den Dingern wieder mehr als genug kriegen. So. Wir haben schon fast die Insel gerammt. Ja, komm. Gehen wir an Land. Beziehungsweise wir können uns jetzt noch mal ein Mangos gönnen. Die gönnen wir uns. Und das Fass. So, dann schauen wir mal, wie viel Holz wir hier jetzt finden. Vor allem, wir haben ja jetzt noch einen Bogen. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen Fleisch von Heribert kriegen? So. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir auch Gulliver knacken können. Boah, ich habe eine Idee. In dieser, vielleicht sogar noch zusammenhängt mit der nächsten Folge, werde ich versuchen, Gulliver auszuschalten und schauen, was wir durch ihn bekommen können. Da oben haben wir Gulliver schon. So, können wir das jetzt hier hinpacken. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und da vorne haben wir noch mal ein paar Palmen. Und hier oben auch noch mal eine.
Hat er uns schon gesehen? Da vorne ist Heribert. Und da ist Gulliver. So. Wir nehmen uns den hier noch mit. So, dann haben wir hier noch mal ein bisschen Ananas und noch ein paar Wassermelonen. Was Früchte angeht, sind wir eigentlich echt gut aufgestellt. Ah, der hat uns jetzt im Visier. Aber ich würde sagen, es macht zuerst Sinn, wenn wir Heribert da aufhalten. Komm, wir erlegen Heribert. Sobald Heribert nicht mehr bei uns ist. So, komm. Komm, dreh ihm den Kopf zu mir. Jetzt nochmal, komm. Und noch einmal, komm. So, und nochmal mit dem Kopf zu mir. Komm, Heribert. So, noch ein bisschen, komm. Dreh dich nochmal um. So, nice. Wo ist jetzt Gulliver? Autsch, okay. Den haben wir auf jeden Fall. So, haben wir jetzt wieder alle 12 Pfeile? Wir haben alle 12 Pfeile wieder. Jetzt ist die Frage, wo ist Gulliver? Wo ist er? Hä? Noch ein Heribert? Okay. Habe ich jetzt nicht kommen sehen. Dass hier zwei Heriberts sind. Aber ich glaube, Kopfschüsse sind egal. So, den haben wir jetzt. Wo ist Harry? Wo ist Gulliver? Ganz schnell. Da ist Gulliver. Im Auge behalten. Hä, wo ist er? Da ist er. Hey, komm, bleib doch mal stehen. Ernsthaft jetzt? Eins? Hä? Hat das gereicht? Nö. Okay. Ich wollte schon sagen, ja. Weil der... Wo ist er hin? Hat er sich gespawnt? Hä, wo ist Gulliver wieder? Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Tolle Wurst. Da ist er. Jetzt stecke ich hier fest. Da ist er. Ah, okay. Der ist nach da hinten geflohen jetzt. Die Frage ist, ist das eigentlich dann... ja. Okay.
Behälte aber meine Pfeile, die ich auf ihn ballere. So, komm. Okay, so hat er mich erwischt. Wo ist er jetzt wieder? Wegen dem Regen sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Da ist er. Toll. Autsch. Aber das waren jetzt ein paar gute Schüsse, finde ich. Wo ist er wieder hin? Da ist er. So, der hat da noch die Pfeile hängen, okay. Komm, Oliver. Wir müssen Gulliver platt machen. Wenn ich wüsste, wo der jetzt wieder ist. Da ist er wieder. Nicht aus den Augen verlieren. Toll, wir verlieren den immer aus den Augen. Aber zum Glück haben wir hier keine Harrybats mehr rumgeistern. Komm, wo landet er? Da. Komm. Nein. Oh. Das war jetzt echt toll. Aber wo ist er wieder? Ich habe seinen Schatten gesehen. Da ist er. Der kommt gleich auf uns zu. Nein! Und weg. Ein Pfeil haben wir unwiderruflich verloren. Toll. Wie soll ich ihn von hier da oben treffen? Den haben wir auch verloren. Okay. Der hat auch gezählt, weil wir ihn erwischt haben. Wie viele Pfeile haben wir noch? 3. Die müssen es jetzt werden. Okay, den können wir noch wiederholen. Na, kann sein, dass das diese Folge ein kleines bisschen länger wird. Wegen Gulliver. Schön in der Nähe. Nur wo? Wo ist er? Da. Okay. Wenn er da unten ist. Letzter Pfeil. Und jetzt landet er auch noch da hinten. Toll. Wie soll ich ihm immer hinterherkommen? Nein, den treffen wir so nicht. Komm, lande hier unten bitte, ja? Ach, komm. Autsch. Ich habe keine Pfeile mehr. So. Ja! Der letzte Pfeil. Boah. Geil. Und wir kriegen durch ihn Federn. Kein Pfeile, kein Platz. Warte mal. Ja, die Scheiße. Die Scheiße. Warum haben wir den noch? Das und das. Boah. Kreischerkopf. Kreischer heißen die. Okay.
Wir haben Federn und rohe Geflügelschenkel. Oh, Festessen. Wir haben Gulliver gekillt. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge reißen wir den Rest dieser Insel ab. Und ich freue mich schon auf euch. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.